Eigenen Angaben der Europäischen Zentralbank zufolge sollen etwa 10% der Haushalte im Euroraum Krypto halten. In einem Bericht zur Überprüfung der Finanzstabilität bezieht sich die EZB auf eine hauseigene Umfrage, die zu diesem Ergebnis gekommen sein soll. Des Weiteren soll das Kryptovermögen bei 37% der Hodler bis zu 999 Euro betragen, bei 29% sogar zwischen 1.000 Euro und 4.999 Euro. Im selben Bericht beschreibt die EZB jedoch das Risiko der Finanzinstabilität, die von Kryptowährungen ausgehen könnte. Erst jüngst veröffentlichte auch die Federal Reserve ähnliche Zahlen über die Kryptobestände der US-Bevölkerung. Demnach sollen im Jahr 2021 etwa 12% der Erwachsenen in Bitcoin und Co. investiert gewesen sein.